So Leute, es geht direkt weiter mit The Walking Dead Survival Instinct. Hier sind wir stehen geblieben. Und jetzt gehe ich hier eben rüber. Das ist die Polizeistation, wo ich rein muss. Es sind relativ viele Beißer. Es sind 4 Stück, der mich nicht sieht. So, dann krieg ich hier Schluck, das Eisenrohr. Ich muss nämlich in die Polizeistation, aber da komme ich schlecht hin, wenn das Auto im Weg steht. Hier bin ich. Ah, komm zu Daddy. Who's your Daddy, Bitch? Ich muss ich habe immer bei solchen Spielen den Drang, einfach reinzugehen und drauf zu klatschen. Oh, fuck. Weil ich so denke, ich bin der übelste King. Aber ich muss mich... Scheiße. Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Ich bin nur ein Mensch. Kein Überschit-Gott wie in Prototype 2, was ich nach ein paar Minuten geschrottet habe. Ach, nicht das Spiel, sondern den Controller. Ich habe geschrottet, durchs Zimmer geworfen, weil das Kackspiel mich aufgeregt hat. Ist ja 35 Euro Controller im Arsch. Ja, bin ich dämlich? Haben die das jetzt gehört? Ja, er hat's gehört. Er zeigt mir jetzt bestimmt den Weg. Ja, wie komme ich denn da hin? Gucken wir mal, der vordere Eingang geht nicht. Dann gucke ich mal den hinteren, aber erst gehe ich darüber. Ja, ihr habt die schon gehört. Ja, ich weiß, du bist da. Das Level kenne ich noch. I ain't standing out here playing bait all day. You got a car? You need gas, right? I can get you gas. I'm warned. Daryl, it's a truck. What happened here? The eaters happened. Me and my dad hold up here with Uncle Lester. The town held them off okay, until we lost all the cops. All but Blake. Uncle Lester? Lucky Les? Yeah, the same. He and Dad went out to see who was left. I don't think they're coming back, but Uncle Lester has the key to the generator cage. And that's how we get the gas pumps running again. Right. You get the keys and crank the Jenny, I use my codes to turn on the pumps, and we get out of here. Win-win. You're coming with me now? I'm not staying here, buddy. We got a deal? Haben wir. Ich muss aber irgendwie in die Polizeistation, vorher hau ich den aber kaputt. Geh jetzt von hinten da rein. Den Weg kenne ich gar nicht. Oh. Sowas muss ich achten, Alter, dass die auch wieder aufstehen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der einfach mal wieder aufsteht. In Amerika haben die Polizeiautos doch immer eine Shotgun da drin, ne? Ach du Scheiße, ey. Ich hab mich jetzt erschrocken. Der ist wieder aufgestanden. Keine Shotgun.
Da hängt doch normalerweise immer eine. So kenne ich das aus Filmen und alles. Dass die Amerikaner voll die coolen Spastis sind. Na, schmeckt's. Unterbrechen wir mal deine Mahlzeit. Ein Revolver. Interessant. Hallo, versuch mich zu kriegen. Exit. Inventar voll, tauschen gegen. Ja, Alter. Den Hammer. Das Gewehr brauche ich auf jeden Fall. Wow. Lass den Scheiß. Don't do this shit, you bitch. Ah! Ach du Scheiße, Alter. Boah, ja Mann, in dein Gesicht. Er hatte gesagt, in der Polizeistation, ne? Das hier ist die Polizeistation, aber wo sind hier die Batterien, die der junge Bursche braucht? Übersehe ich vielleicht irgendwas? Nee, eigentlich weiß ich nichts. Ja. Das ist zu und hier habe ich nichts übersehen. Hier war ja sonst nichts. Ja. Gut, hier war nichts. Klar. Gehe ich jetzt nach oben. Schließe the door. Ey, die Musik muss nicht sein, ey. Die macht mich nervös. Trinken wir mal einen Schluck. Halt die Schnauze, Mann. Sei einfach leise. Ja, der steht auch auf, das war so klar. Schieß auf, Buddy. Hey, what are you doing here? Hey, talking to you.
locked you up. I locked me up. I'm guarding the cache until Sheriff Turner comes up from Pemberton to relieve me. Guarding it? From who? From the damn ghouls. Who else? You slow? You sure he's coming? You can ride out with me. I trade you passage for some of what's in those crates. Get your damn eyes off the cache! I mean, listen, son. I'm staying. But I am hungry. If you were to slide me a bite to eat, a few items might walk out of this cage. Follow? Yeah, it ain't rocket science. Good. Real good. Well, look here. Just what the doctor ordered. Here you go, son. What do you say we keep this transaction just between us? You sure you ain't coming with? Oh, hell no. This is my post. Where am I gonna be safer? You don't have the key, do you? Go on now, get. Leave me to my duty. What happens when you get hungry again? Ja, was ist, wenn er wieder Hunger kriegt? Der denkt nicht weit genug, der ist doch dumm, der Typ. Du stehst auf, ne? Nö. Ja, ich sehe mich vorher noch hier erst ein bisschen um. Ich war ja noch nicht in jedem Raum. Ich war auch noch nicht ganz oben. Ja. Batterien sind... Jetzt habe ich für Blake. Du stirbst. Dann gucke ich mal. Da oben ist gesperrt. Dann habe ich jetzt nur noch diese eine Möglichkeit, da am besten rauszukommen. Ich gehe einfach da lang. Und fange an zu schwitzen. Ich schwitze. Ja, schon cool gemacht. So. Ist klar. Ach so, ich dachte schon. Ja, sei doch nicht so laut, Alter. Shit. Funktioniert das? Ich hoffe das. Siehst mich nicht.
So, sie sind Rons Onkel. Lass mich den vorher töten. Ja, okay, kurz nur mit der Stille, um mal klar zu kommen. So. Das ist er. Komm. So viel zu Onkel Les. Ja, du bist voll, ich weiß. So, da ist er. Big thanks. Wir sollten vielleicht gehen. Ach du Scheiße. Daryl, renn! Den kannst du jetzt auch noch einmal auf die Schnauze hauen. So, jetzt gehen wir da hoch erstmal und geben ihm die Batterien. Easy way, kein Problem. So viel von wegen kein Problem. Ich hab deine Batterie, du Schwachkopf. Just right. I'll run the scan. In the meantime, I've got you covered. I'll be ready to leave town when you are. Meet me back at the north side of the barricades. Yep. Look forward to getting off this roof. That works. Make sure you're there when we go. You're gonna get left. You got it. Kannst du die mal da wegholen? Ich weiß nicht, wie ich da wieder runterkomme. Ach doch, stimmt. Ich kann ja den Weg nehmen. Aber ich glaube, das war es auch erstmal für den Part. Ich muss jetzt gucken, wie ich da, ne? Haut rein.